Ja, schönen guten Abend. Herr Farid hat mich angerufen wegen Grußwort und gleich mal eins. Also ich bin Schalker und wir haben heute verloren und gleich, jetzt ist mir das Spiel, was gleich gibt, irgendwie, was ihr ja auch nicht sehen könnt, weil ihr gleich esst. HSV München ist mir jetzt relativ egal, wir wären so nah dran gekommen und so. Ich bin auch Mitglied in der Schalker Faninitiative und Thema Rassismus oder Thema Ausgrenzung oder Thema Homophobie, das sind Thematiken, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir auch eine ganz klare Haltung zu haben. Ich muss dem Farid so ein ganz bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch in den Vereinen zu arbeiten, aber man muss arbeiten und das ist hauptsächlich auch eine Arbeit im Vorstand von einem Verein, dass man nämlich zugeht, nicht nur auf mit zwei, drei Fanvertretern und Initiativen sich trifft, sondern möglichst bei uns auf Schalke zum Beispiel mit der ganzen Nordkurve. So, weil es gibt eine bestimmte Macht im Stadion, die wird ausgeübt von den Fans und das ist auch gut so, dass die eine bestimmte Macht haben. Die müssen nicht immer unbedingt im Vorstand sitzen wie beim HSV, aber die sind da. Für die spielt man, die brauchen wir als Fußballer auch. Also ich habe auch mal gespielt und spiele auch immer noch und mich freut es immer auch, wenn Leute zugucken und Spaß an dem Spiel haben. Und ich denke, man könnte mal eine Diskussion auch einfach anstoßen, ohne dass man jetzt sagt, jetzt hat sich jemand geoutet, sondern einfach mal, Kinder, wir machen jetzt mal ein richtiges Panel irgendwie und da sind mal mit ein paar hundert mehr dabei und da setzt man sich zusammen, ohne dass sich bis dato womöglich jemand geoutet hat. Und was ist das überhaupt so? Und da sind dann auch Spieler dabei, da ist Vorstand dabei und da wird auch Geld für ausgegeben. So. Und das ist immer diese Verzögerung, wo neulich ein Präsident eines großen Fußballvereins, also vom Hannover, nämlich der Herr Kind, sagte, und jetzt mache ich noch einen ganz kleinen Sprung zu den Ausschreitungen, die auch medial komplett übertrieben werden. Ich so. Es geht im Augenblick auch so eine Mail rum, falls ihr die kriegt, schickt die weiter, irgendwie, wir fühlen uns sicher im Stadion, weil es wirklich eben gegen diesen Medienscheiß, auch wenn jetzt Medien da zugucken, aber wie gesagt, es wird übertrieben. Und aber dieser Herr Kind, den möchte ich zitieren, der sagte in einem Interview irgendwie, ja, jetzt ist da irgendwie das und das passiert und wir die Fans waren irgendwie, sind wir aus Rand und Band gewesen und jetzt mussten wir 150.000 Euro zahlen an Strafe irgendwie. So, und ja, das hätten wir doch irgendwie womöglich besser vorher reingesteckt. Ja, aber das hat er gar nicht reflektiert. Hätte er es vorher reingesteckt, wären mehr Gelder von Vereinen, vom Verein, ihr wisst, was da für Gelder unterwegs sind, irgendwie genau in solche Initiativen gesteckt. Irgendwie, es gibt kaum mehr Jugendbetreuer. Irgendwie, das wird alles irgendwie mehr abgezogen. Irgendwie, diese Faninitiativen haben kaum Möglichkeiten zu wachsen, richtig. Und werden nicht wirklich ernst genommen. Wenn man sie ernster nimmt, dann kann eine Diskussion stattfinden. Und aus dieser Diskussion, stellt euch nur mal vor, haben wir die Schalker Nordkurve rumgekriegt, oder was heißt rumgekriegt, die sind dann wie die Bevölkerung und akzeptieren, und es gibt nicht mehr das Wort Homophobie, sondern es gibt irgendwie, wir sind offen, wir verstehen uns alle, wir kennen uns alle oder wir versuchen uns zu verstehen. Und die bestimmt dann sowas und dann kommt womöglich einer der Herr zu Schalke, ein junger Spieler irgendwie und sagt, hey Jungs, und? Was los? Und es geht. Das ist irgendwie eine Vision, das kann man haben. Ich habe die Vision irgendwie und ich arbeite auch mit der Schalker Initiative. Ich hoffe, dass ihr, wo auch immer ihr arbeitet, irgendwie Spaß mit Fußball ist klar. Ich habe heute auch gespielt, ich habe müde Beine irgendwie. Das ist so geil und hinterher trinkt man ein und redet und so weiter irgendwie. Das ist der Spaß, der ist normal. Aber das Leben sozusagen irgendwie in dieser Rolle zu sein vom Profifußballer, wenn ich immer gefragt werde, jetzt eben auch in einem Interview, wie ist denn das irgendwie, was würdest du jetzt raten, was denkst du denn? Also ich stehe in der Öffentlichkeit, also wer mich nicht kennt, eben ich bin Schauspieler, dann muss ich dann Interviews geben, heute komme ich fett im Fernsehen und so weiter, wieder Fußball. Ich so, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja, so, jetzt Thema irgendwie schwul im Fußball und so. Ich sage, ja, wo ist das Problem? Ja, was würde man raten irgendwie? Man kann nicht raten, man kann nur was mitbauen. Man kann vielleicht eine Welle bauen, wie ich es eben erzählt habe, wo man sagt irgendwie, man redet miteinander, man macht klar, dass das irgendwie nichts Schlimmes, nichts Böses, nichts was weiß ich ist irgendwie. Und man spricht miteinander. Kommunikation ist in diesem Falle, finde ich, das Wichtigste. Und es gibt aber nicht nur diese Kommunikation darüber, weil wenn die dann ankommen mit so einer Frage zu mir, dann sage ich, bist du denn im Stadion mal? So ein Journalist, der mich fragt, naja, sage ich, na, ich gucke am Fernsehen und so. Ich sage, geh mal dahin, das geht doch schon los irgendwie, wenn man das älteste Gewerbe der Welt immer diffamiert, wenn man sagt, Hurensohn, was ist das für eine Scheiße, jemand zu sagen, Hurensohn, was soll das irgendwie oder so. Diese ganzen Klamotten, die im Stadion laufen, erstmal so an Sprüchen, das ist selten dämlich, das wisst ihr,
im Stadion sind irgendwie. Und da würde ich mir einfach eine größere, eine andere Kultur wünschen, die mir Spaß hat. Und das ist gerade, ich sage mal ganz ehrlich, das wisst ihr selber, von euch kommt, ich sage jetzt mal euch, bin halt hetero, egal, so. Aber von, es, ich hab so einen Spaß und es gibt so viel Fantasien. Ich sage nur Christopher Streetway, es gibt da so viel Fantasie. Und ich wünsche mir immer, wenn ich im Stadion bin, einfach viel mehr Fantasie, die das bunter, die das lustvoller macht. So, weil dieses Spiel da unten macht uns nur Spaß, wenn das auch lustvoll ist. So, und wenn man das mal richtig kommunizieren würde, denke ich, dann hätten wir alle mehr Spaß. Ich bin sofort dabei, wenn irgendjemand sagt, ich oute mich, dann stehe ich, habe ich aber auch so und so viele Kollegen, die beiseite stehen, aber das ist nur ein kleiner Teil und ich kann nicht sagen, irgendwie, ey, du outest dich jetzt irgendwie und ich komme dann irgendwie, sagt er, ja Alter, ich bin der Erste, bist du irre irgendwie und so, was, so. Aber wie gesagt, man kann das nur sagen. Die Frau Merkel macht es ja auch gerne nur. Die Frau Merkel ist so weit weg und deshalb ist das, wenn wir was vom Fußball verstehen, so diese, was alles mit zum Fußball dazugehört, der Kampf beim Spiel, der Doppelpass, die Härte, die Lust irgendwie, ist es wichtig, dass jeder von euch in seinem Job, das macht ihr, denke ich, sowieso irgendwie, mitdenkt und es mitfördert, dass es rausgeht, dass ihr da seid. Ich wünsche euch fürs nächste Turnier alles Gute. Ich finde super, dass dieses Turnier stattfindet und ich fühle mich geehrt, hier euch vollgequatscht zu haben. Und bitte nehmt auch das mit Lust und feiert schön. Und meine Frau hat gekocht, deshalb muss ich gleich wieder nach Hause. Und ja, ne, habt Spaß. Danke.